im Tunnel. Lebensgefahr. Steigen Sie sofort aus. Eine Stunde zuvor fließt der Verkehr durch den Hemelinger Tunnel noch. Auf einem Parkplatz daneben versammeln sich Dutzende Ersthelfer, Bundeswehrreservisten und Feuerwehrleute. Einsatzbesprechung für eine Katastrophenübung. Folgendes Szenario. Nach einem Auffahrunfall im Hemelinger Tunnel ist es zu einem Folgebrand eines Kraftfahrzeuges gekommen. Mehrere Personen sind verletzt und vermisst im Tunnel und die Feuerwehr übt die Menschenrettung. Diese Reservisten spielen die Unfallopfer. Auf den Karten stehen ihre Verletzungen. Ich habe eine Rauchgasvergiftung praktisch und habe eine Unterschenkelfraktur. Mhm. Okay, wie fühlt sich das an? Naja, es ist schon schmerzhaft, sagen wir mal so. Man kriegt schlechte Luft, man kann sich nicht bewegen. Man muss halt auf den Rettungsdienst warten. Ja, das ist das. Verantwortlich für die Sicherheit des Tunnels ist das Amt für Straßen und Verkehr. So eine Übung gibt es alle 4 Jahre. Kann man damit arbeiten mit den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen? Oder gibt es Ereignisse, die bei der Übung eben auffallen und die dann halt noch in die Alarm- und Gefahrenabwehrpläne eingearbeitet werden müssen? Jetzt wird es ernst im Tunnel. Vor der Übung wird zunächst der Unfallort aufgebaut. Und die Nebelmaschine funktioniert auch. Es brennt im Tunnel. Genauso wie der Alarm. Lebensgefahr. Großer Auftritt für die Feuerwehr. Was man gerade gesehen hat, ist der erste Trupp, der entgegen des Rauches vorgeht und den Tunnel absucht auf Personen, die sich entweder gerade in der Fluchtbewegung aus dem Tunnel heraus befinden oder wenn sie auf die ersten Autos treffen, diese Autos einfach absuchen, ob sich noch Personen im oder unter dem Auto befinden. Und die Retter finden noch eine weitere Person in einem der Wracks. Sie ist eben nicht ansprechbar, bewusstlos und sie versuchen ihn jetzt so schnell wie möglich zum Tunnelportal zu schaffen, um ihn am Portal dem Rettungsdienst zu übergeben. Nebenan wartet der Mann mit dem Beinbruch geduldig auf seine Rettung. Würden Sie es wieder machen? Es dient ja praktisch der Übung, natürlich, selbstverständlich. Es ist auch eine Erfahrung. Löschen müssen die Feuerwehrleute natürlich auch noch. Schließlich ist der Tunnel in Gefahr. Sie versuchen, das Feuer so schnell wie möglich einzudämmen und das Tunnelbauwerk zu schützen. Das heißt, die Decke des Tunnels zu kühlen, damit der Tunnel einfach nicht einstürzt. Tut er nicht. Nach etwas mehr als einer Stunde ist die simulierte Katastrophe unter Kontrolle. Würden Sie sagen, der Hemelinger Tunnel und alle anderen Tunnel in Bremen sind jetzt sicherer geworden heute? Sie waren sicher und sie sind sicher und sie werden in Zukunft auch sicher bleiben durch die Feuerwehr. Im September soll es eine riesige Katastrophenschutzübung geben mit 600 Beteiligten und mehreren Unglücksorten.